Schaut mal, was wir da für einen mega coolen Stellplatz direkt neben dem smaragdgrünen Bach gefunden haben. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind jetzt im Friaul, in der Gegend um Mochi Udinese rum. Und jetzt fahren wir einen Geheimtipp vom Martin mal wieder. 1100 Höhenmeter, recht steil, bald zum Tragen und bis jetzt schon mal ziemlich geile Aussicht. Ja, wir haben auch schon Fischringerl gegessen. Dementsprechend Fischringerl. ist der Durst groß. Kalamari. Und wie ihr merkt an den T-Shirts, es ist einfach warm, es ist Sommer. Endlich mal wieder T-Shirt Oh ja, es ist sogar sehr warm. Ich habe mir schon das Gesicht gewaschen. Am liebsten würde ich mich tragen. aber reinhocken in den Brunnen. Der ist übrigens hier. Ja, dann schauen wir, dass wir weiterkommen, oder? Wird nichts helfen. Schön wäre es, wenn wir schon oben wären. Windig ist es. Ihr seht es wahrscheinlich am Gras, es wächelt ordentlich hin und her. Aber es ist voll fein, weil es ist eh so warm. Wir sind mittlerweile auf den Wanderweg abgebogen. Und da haben wir schon wieder coole Ruinen neben uns. Ja, wie gesagt, wir sind schon am Wanderweg und es ist steiler, als es ausschaut. Und deswegen wird schon fleißig geschoben. Nur der Weg an sich war echt schwer zu finden. Ja, es bleibt unwegsam. Aber den Weg findet man jetzt wieder leichter. Gibt es nämlich gar keine Ausweichmöglichkeit mehr. Da ist nur noch einer. So, für uns heute der höchste Punkt. Und damit schauen wir uns mal den Trail an. Ich bin aber nicht der Trail. Ja, der kommt hier. Plupp. Echt? Und so war es dann auch. Da sind wir schon bei der Abfahrt. Der obere Teil vom Weg war allerdings ziemlich, ja nicht nur verwachsen, sondern vor allem mit Massen an Laub zugedeckt, sodass man den Weg auch in der Situation relativ schwer gefunden hat und nicht so recht zuordnen konnte, was da halt drunter ist. Da muss man echt immer ein bisschen aufpassen, nicht dass man auf einmal irgendwo hängen bleibt und dann einen Abflug macht. Ihr seht, das ist wieder eine alte Militärstraße, dementsprechend waren das halt diese großen Kurven, aber halt einfach die über 100 Jahre haben den Weg schon ordentlich zugesetzt und dementsprechend ist trotzdem nur noch ein Trail übrig geblieben. Also eigentlich perfekt zum Mountainbiken, nur eben mit dem Laub ein bisschen zum Aufpassen. Da probiert der Nico gerade was Neues aus. Zum Glück hat er es noch nicht geschafft. Wäre zwar sicher cool zum Anschauen, aber das würde ja dann bedeuten, dass ich ganz schön viel üben muss, damit ich da noch mithalten kann. In einem der weiteren Videos probiert das übrigens nochmal ein bisschen energischer. Ja, ihr werdet es dann schon sehen. Und hier seht ihr jetzt eben auch, wie der Hinterreifen im Laub gräbt. Also das ist schon echt relativ krass gewesen, aber trotzdem natürlich super, super schön. Und ab der Hälfte war der Weg dann einfach nur noch mega gut. Da war so eine kleine Alm, nicht bewirtschaftet, aber eben trotzdem eine Alm. Und ab da war es dann echt mega cool. Nur ganz, ganz unten raus, muss man auch wieder dazu sagen, war es dann relativ, ja, schwierig mit Absturzgefahr und ein bisschen ausgesetzter, also so ein bisschen abenteuerlicher. Den Trail würde ich übrigens nicht mit dem E-Bike empfehlen, weil wie ihr gesehen habt, muss man rauf ganz schön viel schieben und tragen. Da wird es mit der Schiebefunktion sicher schon schwer. Im Mittelstück muss man auch noch mal ein kleines Stückchen abtragen. Und eben weil es dann hinten raus doch ganz schön gefährlich wird mit Absturzgefahr und so. Also da ist Biobike sicher die bessere Variante. Na, wer hat's gesehen? Da hat hinterm Nico so einen richtigen Baumstamm, ja okay, das ist übertrieben, aber einen dickeren Ast hochgespickt, bis auf den Lenker hoch. Das ist mir bisher noch nie passiert, da bin ich echt mal zusammengezuckt. Aber passiert ist natürlich zum Glück gar nichts, nur eben erschrocken. Und auch hier seht ihr, wie viel Laub da drin liegt. Ich konnte selber kaum glauben. Eigentlich hätte das auch über den Winter vergammeln sollen. Naja, das dauert wohl noch ein bisschen länger. Das sind wir aber nicht so sehr gewohnt, weil bei uns die meisten Wälder ja doch eher Nadelholz sind oder so ein bisschen Mischwald. Aber hier, das ist ein kompletter Laubwald gewesen und dementsprechend liegt einfach so viel Blätterzeugs rum. Cool.
too close, can't deny. Ja, das wird so richtige Stimme hier auf dem Land hier. Ja. Ja. Ihr habt jetzt ja auch wieder gesehen, das ist einfach so eine Mischung aus absolut allem gewesen. Oben super flach mit diesen langgezogenen Kurven und einfach dem vielen, vielen Laub. Dann in der Mitte drin mega spaßig, super flowig, auch mal so reiner Schotterboden, richtig cool zu fahren. Und dann wieder solche Stellen, wo einfach man mit dem breiten Lenker überhaupt nicht durchkommt und kurz durchschieben muss. Ich musste sogar das Radl aufstellen, sonst hätte ich es hochheben müssen. Also da war kein Durchkommen. Und dann kam diese coole Bachquerung. Spannend, weil da kann man viel falsch machen. Da gibt es nasse Füße und dann scheint es hier ein Stückchen hoch zu gehen. Okay, das ist ja schon fast Masterclass. Schaut mal, wie geil das einfach aussieht. Vor allem da auch hinter dem Nico, der Gumpen ist mega. Er hört nichts, das ist so laut. Jetzt nochmal von der Nähe. Hammer, oder? Vor und nach der Bachquerung mussten wir zuerst ein Stückchen runtersteigen. Da war der Weg komplett abgebrochen und dann wieder ein Stückchen hochsteigen. Und dann ging es auch schon wieder weiter auf dem Trail. Nur es kam immer wieder so ein paar kürzere Segmente, wo es einfach kaum zum Fahren gegangen wäre. Man will ja auch nichts riskieren und wenn es daneben gescheit runtergeht, also teilweise war echt mit ordentlicher Absturzgefahr. Und dann macht es einfach Sinn, mal schnell abzusteigen und lieber ein paar Meter zu schieben. Thank you.
jetzt sind wir schon mitten im unteren Teil vom Trail angekommen. Da war es eben, wie gesagt, teilweise wirklich technisch und mit Absturzgefahr, aber auch super spannend und cool von der ganzen Landschaft her. Und das hat so richtig viel Spaß gemacht. Also mir persönlich hat das Mittelstück und der untere Teil wirklich am besten gefallen. Und da seht ihr, da wird es wirklich spannend vom Fahren her. Und die Kurve dahinter, da ging es dann richtig weit runter. Also sicher 200 Höhenmeter, freier Fall. Dementsprechend waren wir vorsichtig am Weg. Aber der Eindruck ist halt wirklich gigantisch, wenn man sowas fährt. Und im unteren Teil übrigens haben wir dann noch so einen richtig coolen Sonnenuntergang, wie es so über die Berge drüber fährt. Zeige ich euch aber dann natürlich auch noch. Hier seht ihr, da geht es den Bach entlang. Ich feiere ja voll diese Karstbäche, also das heißt Bäche in den Karstalpen, die einfach dieses mega klare Wasser haben und besonders in der Region um Slowenien und Friaul diese wunderbare Farbe. Diese Bäche mitten in den Kalkalpen haben ja auch die Besonderheit, dass die teilweise mehrere Kilometer unterirdisch verlaufen können und dann auf einmal wieder irgendwo raussprudeln, weil einfach diese Kalkalpen so sehr zerklüftet sind und dementsprechend immer genug Wasser dabei haben, weil auch wenn ein Bach in der Karte eingezeichnet ist, kann das bedeuten, dass der teilweise kein Wasser führt und erst wieder mehrere Kilometer dahinter irgendwo aus dem Berg rauskommt. Ja, Übernachtungsplatz erreicht und jetzt geht's aber erstmal ab unter die Dusche und das heißt in dem Fall Bach, wir kommen. Aber der Platz ist schon richtig cool, finde ich. Und ja, nichts los. Martin und Vicky kommen aber auch noch. Da gibt es noch was zum Essen für uns. Und morgen geht es wieder weiter. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und dann zum nächsten Mal. Hier wird auch noch fleißig hergerichtet. Oh, die Hose ist kaputt. Was denn? Nix. Ja, die Hose, das ist eine reklamierte Hose. Und meine großen Oberschenkel, die sind leider so muskulös geworden, dass die Hose gesprengt. Und weil immer mal wieder welche fragen, wie denn eigentlich so Video geschnitten wird, manchmal einfach nur so. Hier vorm Bus im großen Chaos und da ist dann hier das Schneideprogramm auf und da geht's ab. Und deswegen hört ihr dann oftmals auch die Hintergeräusche vom Platz. Aber diesmal ist nichts los, sollte also passen.